Das Dunkle Volk stellt in vielerlei Hinsicht die direkte Antithese zu allen anderen Siedlervölkern dar, und darüber könnte man glatt ein eigenes Video machen. Heute soll es aber um die Wirtschaft des Dunklen Volkes gehen. Wenn man einen Warenkreislauf, der bestenfalls aus zwei Gebäuden besteht, überhaupt als Wirtschaft bezeichnen kann. Das Dunkle Volk betreibt weder Viehzucht noch Ackerbau, sondern baut stattdessen Pilze an. Und das ergibt auch Sinn, wenn ihr einen kurzen Biologie-Exkurs erlaubt. Pilze bilden ihr komplett eigenes Reich, getrennt von Tieren und Pflanzen. Das bedeutet unter anderem, dass sie keine Photosynthese betreiben und dementsprechend kein Licht benötigen. Manche Pilze brauchen nicht einmal Sauerstoff, aber ob das auch für den Schattenpilz gilt, kann ich leider nicht rausfinden. Pilze brauchen aber Nährstoffe aus anderen Quellen und deshalb wachsen die am besten auf den Überresten von Tieren und Pflanzen. Jetzt ratet mal, was das Schattenkraut in großer Menge zurücklassen dürfte. Eins muss man dem dunklen Gärtner lassen, er hat zwar einen ziemlich dummen Namen, aber dafür auch einen 200er IQ. Ernsthaft, wer nennt sein Kind Gork? Schattenpilze scheinen die am schnellsten wachsende Pflanze im Spiel zu sein. Jede ihrer Phasen dauert nur etwa 10 Sekunden, wodurch sie bereits nach 30 Sekunden ausgewachsen sind. Und nein, der Fruchtbarkeitszauber wirkt nicht bei ihnen. Nachdem sie ausgewachsen sind, geben sie sofort ihre ersten Sporen ab, danach alle 45 Sekunden. Allerdings wird der Output insofern gedrosselt, dass nur der Pilz, der seine Ladung bereits am längsten hält, sie auch abgibt. Alles andere wäre auch ziemlich OP. Sobald die Pilzwarm 8 Sporenladungen gesammelt hat, wird der Pilzwarm eine Mana-Kugel zum dunklen Tempel bringen. Von dort aus macht sich gleichzeitig ein neuer Pilzwarm auf den Weg, um seinen Kollegen abzulösen. Eine Pilzwarm direkt neben dem dunklen Tempel produziert 0,36 Mana-Kugeln pro Minute. Standardmäßig gibt jede Kugel 6 Mana, aber dieser Wert kann sehr einfach über das jeweilige Map-Script modifiziert werden. Außerdem arbeitet die Pilzfarm auch dann weiter, wenn kein Pilzhammer anwesend ist. Solange die Laufwege also eine bestimmte Länge nicht überschreiten, sollten sie die Effizienz der Farben nicht beeinträchtigen. Für Dark Mirror bedeutet das alles, dass eine Pilzfarm zu Beginn des Spiels 27,5 Minuten benötigt, bis sie ihre eigenen Kosten von 60 Mana erwirtschaftet hat. Aber was ist mit Sklaven? Ich war, als ich Dark Mirror entwickelt habe, der Meinung, dass Sklaven eigentlich keine Wirkung auf Pilzfarmen haben, weshalb ich da per Skript nachgeholfen habe. Tatsächlich können Sklaven nichts für wachsende Pilze tun, aber danach produziert ein von Sklaven betreuter Pilz alle 30 statt alle 45 Sekunden. Das würde auf eine Steigerung von gut 30% hindeuten. In der Praxis liegt der Unterschied aber bei nur etwa 2,5%. Das liegt wohl daran, dass eine Pilzfarm gerne mal 30 Pilze hat, die gerieben werden möchten, aber nur 5 Sklaven beschäftigen kann. Also war es doch ganz sinnvoll, dass ich in Dark Mirror nachgeholfen habe. Ich glaube sogar, Sklaven wären sinnvoller, wenn sie, wie in einer Cutscene zu sehen, den Transport der Mana-Kugeln übernehmen würden, statt die Pilze zu befriedigen. Man könnte sagen, dass das Dunkle Volk die beste Mana-Produktion aller Völker hat, aber das ist wohl kaum ein fairer Vergleich, wenn man bedenkt, dass das Dunkle Volk auch gar keine anderen Rohstoffe produziert. In den Händen eines menschlichen Spielers ist das Dunkle Volk wie ein Schneeball, der kaum aufzuhalten ist, sobald er eine gewisse Größe erreicht hat. Die KI spielt diese Eigenschaften aber nicht aus, und dadurch wirkt das Dunkle Volk oft gar nicht so overpowered, wie es eigentlich ist. Ja, richtig, ja, so, ja, ist gut, ja. Ha, ha.